Das sind die Meerschweinchen, um die ich mich zurzeit kümmere. Weil meine Frau ist auf Kur mit dem Kind. Und ich bin der Schweinepapa. Genau. Und ich habe mir heute vorgenommen, dass ich ein kleines Schweineexperiment mache. Beziehungsweise, wie es ich nenne, ein Schweinsperiment. Und zwar, wie man sieht, wir haben hier einen doppelstöckigen Stall. Nur gehen die immer nie da hoch. Jetzt habe ich eine andere Rampe hingemacht, die flacher ist, weil die vorher, die war echt brutal steil. Und was ich noch habe, ist, hier habe ich heute Löwenzahn gezupft. Mögen die unheimlich gern. Und mit dem Löwenzahn, ich glaube, der Bender schnuppert schon nach dem Löwenzahn, das ist der fleckige. Der merkt, da ist was im Busch. Ja, das merkt er. Das merkst du, gell, Ben? Das merkst du? Auf jeden Fall versuche ich die jetzt mit dem Löwenzahn da hochzulocken. Mal schauen, ob das klappt. Wäre nice, weil es ist ja schade, ne, wenn man so großen Stall hat, der nicht benutzt wird. Das ist wie wenn man ein Riesenhaus hat und nur ja, im Erdgeschoss lebt. Naja, gut, kann passieren, ne? Schau wieder mal. Da ist der Löwenzahn. Oh, komm her. Dann legen wir den auf. Und schon wird schon ganz nervös. Und schon nervös, schauen wir mal, schauen wir mal. Eieiei, wie machen wir das jetzt, ne? Wie machen wir das jetzt? Oh, ne, schau mal an. Der kann ja vorher auf das Haus hupfen. Checken Sie bloß, dass vielleicht dann auflaufen. Also ich dachte, das Meerschweinchen sind ja im Allgemeinen scheinbar nicht so arg neugierig. Oben liegt schon eine geraume Menge Löwenzahn. Da zupft er rum. So machen die das. So machen die das. Schweinsperiment, die machen mit mir Propstiriment. Ja. Das ist mal für oh, nein. Schau dir das an. Ist der da wirklich da hoch? Schau dir das an, der Ben, ne? Und dann kannst du auflaufen. Ja, blöd sind sie nicht. Bisschen. Also, bisschen nicht blöd. Na gut. Jetzt sind sie also schon mal ein bisschen an die Rampe ran. Jetzt lege ich den restlichen Löwenzahn von mal oben hin. Wildtiere, wie sie sind. Raubtiere. Wittern die das schon? Dann gibt es die Löwenzahnüberraschung da oben. Löwenzahn machen die halt echt alles schon. Gut, abgesehen davon habe ich dir total aushungern lassen, 3 Tage lang. Nee, Schwarte, Quatsch, Spaß. Jeden Tag schön regelmäßig gefüttert, früh und abend.
Gotti. Ich hoffe, dass die ihr Scheu verlieren vor dieser Rampe und dass die dann auch ab und zu mal raufgehen. Ansonsten, wenn die da unten an sich glücklich sind, ja, dann ist das halt so. Kann ja keinen zwingen, aber mal wegen schmackhaft machen ist nicht schlecht. Denke ich. Na komm, Ben, geh hoch. Komm, trau dich, schnapp dir den Löwenzahn. Schnapp dir den Löwenzahn. Sonst ist es sauer auf mich, aber schon. Ich, du blöder Sack. Leute, ihr könnt es schaffen, ehrlich. Ihr seid doch schon mal bei der Couch, sind sie schon mal die Lehne hochgekrabbelt. Das war viel steiler als das. Na gut, ich lasse das jetzt mal liegen und schaue später mal vorbei, ob es welches oben. Ups, vielleicht trauen sie sich nicht, wenn einer zuschaut. In diesem Sinne lasse ich das Schweinsperiment mal sich selbst. Überlasse ich es sich selbst. Ben, noch abschließende Worte? Nein, ich bin ein Löwenzahn. Stinker.